Hallo, lieber Oliver. Wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt, heute und hier für unser Publikum ein paar wichtige Statements abzugeben. Oliver, du bist ein Urgestein auf dem Speaker-Bereich. Ich sehe dich hier auf dem Affiliate Marketing Day. Was verbindet dich damit? Und erzähl einfach mal. Erstmal danke, dass ich das Interview überhaupt geben darf. Freut mich sehr. Ich bin ein Offliner. Ganz klar, und bin offline seit über 34 Jahren unterwegs und bestimmt seit 20 Jahren auf einem sehr, sehr hohen Level dabei und auch dauerhaft. Meine aber festzustellen, dass es ohne online nicht mehr geht. Ja, also spannend. Offline, online muss zusammenwachsen. Mittlerweile bin ich auch Seminarveranstalter und da ist natürlich schon cool, wenn du online ein bisschen beherrschst, um offline Leute zu generieren, die dann zu deinen Veranstaltungen kommen. Okay. Und deswegen ist das für mich so spannend. Außerdem finde ich es ganz cool, dass ich online Menschen erreichen kann, die vielleicht nicht so viel reisen und zu einer Live-Veranstaltung hinwollen, aber trotzdem das Wissen abgreifen wollen. Okay. Und dann kann ich Online-Produkte entwickeln, ob das Akademien sind oder meinetwegen auch nur Videokurse, und die an diese Menschen verkaufen online. Bist du bitte so nett und erklärst den Zuhörern oder den Lesern, die jetzt weniger noch was mit Online und Offline sich auskennen, kurz den Unterschied, damit ihr das besser zuordnen könnt. Genau, also Online-Marketing ist halt online, also im Netz, im Internet irgendwie über den Rechner, über das Handy zu kaufen, zu besuchen, zu gucken. Und Offline ist eben nicht im Internet, sondern wirklich live. Angenommen, ich mache ein Seminar, dann ist das halt offline. Ne? Dann, wie dein Brain Day. So wie dein Brain Day, ja? Wie mein Brain Day, genau. Das ist halt meine Hauptgroßveranstaltung mit so 400-500 Leuten. Das ist aber live vor Ort, das heißt, die Leute müssen da hinkommen, müssen auch die Reise in Kauf nehmen, müssen eventuell übernachten und müssen den Beitrag zahlen. So. Und wer online was machen will, spart sich halt die Reisezeit. Deswegen finde ich es online auch nicht verkehrt. Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt aus deinen Ausführungen gehört, online geht nicht ohne offline und umgekehrt vielleicht? Weiß ich nicht, also online geht bestimmt auch ohne offline. Okay. Ne, online geht mit Sicherheit, also es gibt ja viele Onliner in dem Fall oder Online-Marketing-Leute, die nichts offline machen. Mich unterstützt allerdings bei meinen Live-Veranstaltungen, wo Leute vor Ort hinkommen, da unterstützt das Online-Marketing mich natürlich, weil ich über online, über dieses Medium, über diesen Werbekanal, sagen wir mal so, die Leute zu mir in die Live-Veranstaltung ziehen kann. Und ich glaube, dass viele Online-Marketing-Leute auch auf Offline-Veranstaltungen sprechen sollten und ihre Message raushauen sollten, um vielleicht auch da offline ihr Produkt mal an den Mann zu bringen, weil das auch gut funktioniert. Aber es geht natürlich online auch nur online. Okay. Oliver, eine Frage. Wenn du dir dein Thema ansiehst, ja, wenn du Menschen jetzt kennenlernst, die neu auf diesem Bereich sind, ob sie jetzt offline, online sind, wie auch immer, die in diese Geschäfte einsteigen wollen, was würdest du sagen? Du bist mega erfolgreich. Ja? Was macht dich aus? Ja, was würdest du denen gerne vielleicht mitgeben? Also, wenn ihr was macht, dann macht's richtig. Und hiermit, mit dem Herzen. Also, das macht mich bestimmt aus. Also, wenn ich was anpacke, dann packe ich es richtig an. Jetzt packe ich mit meinem Team, und das ist wirklich ganz klein, da packen wir online an und das werden wir auch richtig machen. Wir sind aber da auch gerade erst reingestartet. Richtig machen, und dann das Wichtigste ist, von den Besten lernen, wirklich. Also ich habe immer nur kopiert quasi. Ich habe mir die Besten im jeweiligen Gebiet angeguckt und habe mich einfach gefragt, oder auch die dann gefragt, was machst du, was hast du gemacht, dass du da der Beste bist? Und das habe ich, so gut ich konnte, nachgemacht, mit aller Kraft. Und so brauche ich mir nie vorzuwerfen, dass ich irgendwo nicht 100% gegeben habe. Ich mache immer alles so gut ich kann und nicht so, dass ich sage, ja, gestern hätte ich mehr Gas geben können. Nee, mach es richtig und lern von den Besten. Okay, wenn du, du bist so viele Jahre schon unterwegs. Erfolgreich unterwegs. 34. Wow, Respekt. So alt bin ich ja kaum. Respekt, lieber Oliver. Ja? Wo willst du hin? Was ist dein Traum?
Was stellst du dir noch so, was sind noch so deine Ziele? Ja, das werde ich oft gefragt und das habe ich gar nicht wirklich. Ich lebe meinen Traum und den lebe ich jeden Tag. Also ich habe jetzt nicht mehr so das Riesenziel. Also ich träume noch von einem Seminarzentrum im Süden auf Malle vielleicht oder so. Das ist ganz schön, da bin ich im Moment gerade dran. Aber ob das vielleicht auch ein Traum bleiben sollte, kann ja sein. Das weiß ich im Moment noch gar nicht wirklich. Nee, ich sehe es lieber so. Ich bin auf der Reise, ich habe meine Route gefunden, mein Weg und den gehe ich jeden Tag und mir macht jeder Tag Spaß und ich mache jeden Tag gerne und ich mache es nicht wegen des Geldes, da bräuchte ich schon einige Zeit nichts mehr machen. Ich mache es wirklich, weil ich da Bock drauf habe. Ich würde kaputt gehen, wenn ich überlege, was ja viele Online-Marketer sich erstmal vorstellen. Ne? Du machst Online-Marketing, hast dann so viel passives Einkommen, musst nichts mehr machen und verdienst nur noch Geld. Aber was machst du denn den ganzen Tag mit dem vielen Geld? Was machst du denn? Das ist nicht mein Ding. Ich muss was anschieben, ich muss was machen, ich muss was voranbringen. Und das mache ich jeden Tag und da bin ich auf dem Weg und da macht mir jeder Tag Spaß. Das ist super. Das ist wunderbar zu hören. Oliver, du hast die Möglichkeit, eine Message zu platzieren für die Zuhörer unseres TV-Kanals, ja? Was möchtest du denen gerne sagen? Was soll verwirklicht werden? Erfolg beginnt im Kopf. Das ist es. Wenn du es hier oben denken kannst, wenn du dir das vorstellen kannst, wenn es dich mit geilen Gefühlen erfüllt wirklich, dein Herz erfüllt, dann mach es, dann geh deinen Weg und mach dein Ding und dann wird das auch ein Erfolg und begonnen hat er im Kopf. Oliver, es ist ja so, man ist unterwegs, man erlebt den einen oder anderen. Wie kommst du an neue Ideen für deine neuen Seminare, neuen Konzepte? Also meine Seminare, das entsteht wirklich im Prinzip bei mir. Wenn ich aber jetzt ein neues Konzept, was du ja ansprichst, oder sagen wir ein neues Marketingkonzept oder überhaupt eine neue Idee, die ich grundlegend, vielleicht will ich auch einen komplett neuen Zweig aufziehen. Der neue Zweig oder dieses neue Konzept entsteht meistens, weil ich bei einem anderen, der das schon sehr, sehr gut macht, was sehe und denke, das könnte auch was für mich sein. Sprich mich vom Gefühl her an, vom Herz her an. Dann gucke ich wirklich ganz doof da dran, wie macht der das? Und ich mache es genauso. Ich glaube, es ist ein Trugschluss. Viele wollen dann ihre eigene Kreativität reinbringen und machen es damit kaputt. Weil dass es funktioniert, hat der bewiesen. Ich bemühe mich, das genau so zu machen, wie der es gemacht hat. Wenn ich dann ähnlich erfolgreich bin, dann kann ich anfangen zu spielen und mal ein bisschen meine eigene Geschichte damit reinbringen und gucken, läuft es damit besser oder schlechter. Aber es muss halt mein Mind auch sein. Also wie soll ich sagen, mit meinen Werten und mit meiner Moral muss das halt übereinstimmen. Aber wenn das ist, dann kopiere ich das 1:1. Und da gehe ich wirklich ganz pragmatisch ran und ich würde mal sagen, sogar eher doof, weil also die Cleveren, die Schlauen, die stehen sich selbst im Weg, weil die haben ja immer gleich eine Idee, wie es noch besser geht und noch erfolgreicher sein könnte. Und es geht vielleicht damit aber nicht besser. Und dann sagen sie, guck mal, funktioniert doch nicht und denken, der andere hatte Glück, obwohl wenn es ein anderer genauso macht wie der schon erfolgreich ist, ist der auch erfolgreich. Wer aber versucht, was anderes zu machen, kann sein, dass er Schiffbruch erleidet. Nur um das abzurunden jetzt, welchen Gedanken kannst du den Leuten mitgeben? Weil die denken ja vielleicht, sie sind ja eine Kopie von demjenigen. Wie können wir dem, welche Brücke können wir dem anbieten? Ja, vielleicht McDonald's und Burger King. Burger King ist oder Cola, Coca-Cola und Pepsi-Cola. Ja, also was ist an Pepsi-Cola schlecht? Also ganz ehrlich, ich meine jetzt, die Medien sagen, ich bin Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1, Deutschlands führender Mentaltrainer, also sagt zumindest ZDF. Wenn ich nur der Zweite wäre und damit gut leben würde, wäre alles gut. Also es ist doch überhaupt kein Problem, der Zweite zu sein. Und wenn du der Zweite bist, kannst du vielleicht aus dem Windschatten raus mit einer zusätzlichen Idee, die jetzt von dir kommt, den schnappen. Wenn jemand diesen Wettbewerbsgedanken hat, den sollte er aber nicht haben. Wenn sein Weg und seine Reise für ihn, so wie er das macht, passt, dann geh doch deinen Weg. Ob da ein paar Tausender mehr oder weniger ist, dann nicht mehr entscheidend. Wenn einer seinen Weg geht, glaube ich, und wenn er von Herzen sein Ding macht, den Menschen hilft, Spaß dabei hat, dann ist alles möglich. Dann geht es nicht um ein paar Tausend Euro hin oder her. Ja, ich bedanke mich. Das waren ein paar wunderbare Sätze jetzt so zum Schluss. Und vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg. Alles Gute. Sehr gerne. Ich habe zu danken. Klasse.